Ein neuer Skandal kursiert nun durch die Medien, der uns weiterhin davon ablenken soll, dass wir kurz vor dem Finanzcrash, Bürgerkrieg und Dritten Weltkrieg stehen. Angeblich soll sich Deutschland die WM 2006 mit unfairen Mitteln erkauft haben. Und da muss ich sagen, selten sowas Hartes gehört. Ich habe ja schon einiges in meinen Videos angesprochen, aber das hat mich nochmal auf einer viel tieferen Ebene schockiert. Wir müssen jetzt einfach gemeinsam probieren, stark zu sein, auch wenn es schwerfällt. Ich hoffe, ich erhöhe jetzt nicht die Selbstmordrate bei meinen Zuschauern, wenn ich Ihnen nun auch noch mitteilen muss, dass auch sehr viele Spiele im Fußball gekauft sind. Man mag meinen, das fände nur in niedrigeren Ligen statt, aber wisst ihr was? Wenn jemand 100 Millionen mit FSV Luckenwalde gegen Viktoria Berlin macht, dann könnte das die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich ziehen. Dass bei FC Barcelona gegen Bayern München hunderte Millionen im Wettgeschäft umgesetzt werden, versteht sich von selbst und deshalb guckt auch keiner so genau hin, wenn da jemand ein paar Millionen macht. Manchen Schätzungen zufolge ist das Geschäft mit Sportwetten umsatztechnisch etwa 9-mal so hoch wie das Geschäft mit Tickets, Werbung und so weiter. Das heißt, so mancher Spieler verdient zwar Millionen, aber kann mit einem einzigen Spiel noch mehr Millionen verdienen und dafür muss er sich nicht mal anstrengen. Die Sache ist folgende. Der Experte James Sharman aus England sagt, dass gekaufte Spiele Alltag sind im Profifußball. Ich weiß zwar nicht exakt wie verbreitet, aber es werden definitiv auch Spiele in den oberen Ligen manipuliert. Aber vielen kommt sicher der Gedanke, wie kann ein Fußballspieler auf einen Titel wie Weltmeister oder Champions League-Sieger verzichten, wenn es doch das Größte ist, was man erreichen kann und die ganze Welt einen dafür bewundert. Es kann da viele Gründe geben. Erstens Geldgier, dann unter anderem auch Angst. Die Spieler werden oft mit Affären erpresst. Es kursieren sogar nachweislich Lehrvideos innerhalb der NBA, die erklären, wie die Wettmafia Frauen einsetzt, um die Spieler danach damit zu erpressen. Beim Fußball wird das nicht anders sein. Ihr glaubt ja auch nicht wirklich, dass die Topmodel-Bitches da auf der Zuschauertribüne die große Liebe der Spieler sind, aber der Fußball braucht dieses Saubermann-Image, während zum Beispiel Insider aus der NBA ausgeplaudert haben, dass ein ganzer Bus mit Nutten ins Trainingscamp gefahren wurde. Ein weiterer Grund wird natürlich sein, dass man desillusioniert ist, denn wenn man erstmal mitbekommt, dass Spiele, die man gewonnen hat, gekauft werden, dann verliert man sicher den Spaß am Sport und die hundertprozentige Motivation, den Titel gewinnen zu müssen. Aber mit dem Job Fußballer hört man trotzdem nicht auf, denn wie Kollega sagt, das Cash macht's erträglich. Also schauen wir uns mal ein Musterbeispiel für so ein gekauftes Spiel an. Champions League Halbfinale FC Bayern gegen FC Barcelona. Ihr fragt euch jetzt, wo sind die Beweise, dass das gekauft war? Mein Beweis ist das Spiel. Denn damals habe ich das mit der FC Bayern Fanbrille geschaut und war dementsprechend begeistert, als Bayern München seinen Gegner mit 4-0 vom Platz gefegt hat. Allerdings habe ich mich später mit einem Freund unterhalten, der an vielen Dingen ähnlich denkt wie ich und auch Bayern-Fan ist. Jetzt nicht so übertrieben Bayern-Fan, aber wenn man eine Mannschaft anfeuert, dann die Bayern. Und der meinte damals schon genau wie ich, irgendwas war faul an der Sache. Das lief zu glatt. Aber damals hatte ich keinen populären YouTube-Kanal und damit auch keine Verwendung dafür. Jetzt, 2 Jahre später, kommt mir das wieder in den Sinn, da war doch was. Und für euch habe ich mir extra die 2 Spiele nochmal angeschaut und 99% der Menschen kommen ja nicht mal auf den Gedanken, aber schaut euch diese 2 Spiele nochmal mit dem Hintergedanken an, dass da manipuliert wurde, man kann es kaum abstreiten. Also wie spielt Barcelona im Hinspiel? Sie gehen nicht richtig an den Mann, Bayerns Spieler können umringt von 3 Barca-Spielern den Ball nehmen und damit laufen, die Spieler machen oft Rückpässe in den Momenten, in denen man wirklich was reißen könnte. Es wirkt so, als würde Messi absichtlich jede Aktion versauen. Vergleicht die Sprints von Messi mit denen von Robben. Messi geht nicht in den Sprint und wenn, dann bremst er gleich wieder ab. Robben rennt um sein Leben und Messi strengt sich wirklich an, nicht zu spielen. Man kann es nicht anders sagen. Barca hatte in den 2 Spielen keine richtige Chance. Das heißt, es gab zwar ein paar Abschlüsse, aber die konnte Neuer entweder sicher halten, sie waren dann viel zu sanft geschossen, oder sie wurden 3 Meter übers Tor gehauen. Das heißt, in 2 Spielen gegen eine der besten Mannschaften der Welt keine richtige Parade, kein Pfosten oder Latte, kein knapp vorbei und natürlich kein Tor. Der Schiri hat Bayern einiges durchgehen lassen. 2 Tore hätten nicht zählen dürfen. Gut, 1 Handelfmeter mehr wäre drin gewesen für Barcelona, aber wer weiß, ob dem Schiedsrichter das überhaupt aufgefallen ist. Auch der Schiri war eindeutig auf der Seite der Bayern. Natürlich sind die Spieler nicht dumm und bewegen sich jetzt gar nicht mehr, aber auf so einem hohen Niveau ist es ein sicherer Sieg für den Gegner, wenn du nur 90% gibst. Wer weiß, wie man einen Ball exakt passt, weiß auch, wie man ihn exakt daneben passt, beziehungsweise so genau daneben passt, dass es nicht
niemandem auffällt. Natürlich bei einer 4-0-Niederlage geschickt, im zweiten Spiel dann zu sagen, man hätte sich von Anfang an aufgegeben. Dabei wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass Barca einen großen Gegner im eigenen Stadion demütigt. So wie zum Beispiel den FC Bayern, den sie ein paar Jahre davor exakt 4-0 daheim besiegt haben. Aber Barca wäre sowieso das perfekte Team zum Bestechen, weil die Spieler immer so emotionslos wirken. Ob sie gewonnen oder verloren haben, sieht man ihnen oft gar nicht an. Und natürlich auch nicht, wenn sie gekauft wurden. Eine von vielen möglichen Theorien: Barca könnte auf dem Wettmarkt gegen sich gewettet haben, um sich im Jahr darauf Neymar zu kaufen und jetzt wieder die Trophäe zu holen. Laut dem Experten James Sharman kommen die großen Wettmafias aus dem weit entfernten Asien, das Geld ist vielleicht erstmal ganz weit weg und nähert sich dann Barcelona durch verwobene Kanäle an, sodass es nicht aussieht, als ob der 200 Millionen Dollar Deal mit irgendeiner Bank durch Matchfixing entstanden wäre. Also nachdem ich 2013 spätestens nach dem Rückspiel ein mulmiges Gefühl hatte, hat auch noch ausgerechnet Gerhard Wisniewski einen Artikel darüber geschrieben, mit dem er meinen Verdacht nochmal bestätigt hat. Es geht darum, dass behauptet wurde, Messi wäre im Hinspiel gegen die Bayern angeschlagen gewesen. Aber Weltfußballer hin oder her, einen verletzten Spieler stellt man nicht auf den Platz und spätestens nach der ersten Halbzeit hätte man ihn rausnehmen müssen. Komischerweise, stellt Wisniewski fest, hat Messi aber schon 4 Tage später wieder in der spanischen Liga gezaubert. Also in der Liga schießt er ein Tor, aber dann beim Rückspiel ein paar Tage später wird Messi vom Trainer auf die Bank gesetzt. Das heißt, der FC Barcelona kapituliert einfach vor dem FC Bayern und was besonders verwirrt, der Reporter will uns nicht mitteilen, warum Messi eigentlich auf der Bank sitzt. Wisniewski schreibt: Eigentlich reden wir hier doch von einer Katastrophe. Ausgerechnet beim Champions-League-Halbfinale fehlt dem FC Barcelona seine Wunderwaffe Lionel Messi. Im Hinspiel am 23. April in München war er bereits nur ein Schatten seiner selbst, im Rückspiel am 1. Mai in Barcelona fehlte er ganz. Eigentlich hätten sich die Medien doch wochenlang überschlagen müssen, Messis angeblich verletzten Oberschenkel hin und her drehen und von allen Seiten beleuchten müssen. Und über allem hätte die Frage stehen müssen, kann er oder kann er nicht, nämlich im Rückspiel gegen Bayern spielen. Sozusagen die Schicksalsfrage für Barcelona, Stoff für jede Menge Zeitungsseiten und ein richtig dicker Fleischbrocken für Journalisten. Allein genau diese Aufregung gab es nicht. Die sonst so hungrigen Schreiber und Senderlinge ließen den Fleischbrocken links liegen, als seien sie über Nacht plötzlich zu Vegetariern mutiert. Und das Beste, während der gesamten TV-Übertragung des Rückspiels im ZDF kam der merkwürdig unbeteiligt auf der Bank sitzende Messi zwar mehrmals ins Bild, der Kommentator ließ sich aber nicht dazu herab, dem Publikum auch nur einmal zu erklären, warum der Fußballgott nicht schleunigst die Beine unter den Arm nahm, um seinen bedrängten Kollegen auf dem Rasen mit wehendem Trikot beizuspringen. Stattdessen saß Messi irgendwie gelangweilt bis angewidert auf der Bank herum, als ginge ihn das Gekicke auf dem Rasen überhaupt nichts an. Tja, so ziemlich alle Journalisten sind gekauft, warum sollten es nicht die Sportjournalisten sein? Klar haben die Sportjournalisten auch keinerlei Interesse daran, dass die Zuschauer wegschalten, weil sie den Spielern nicht mehr trauen. Deshalb wird man von denen auch nichts erfahren. Zum Schluss des Artikels schreibt Wisniewski: Wegen seiner Angst, die Verletzung könne wieder aufreißen, habe er aber nicht das Gefühl gehabt, dass er der Mannschaft so helfen könnte, wird Barca-Trainer Villanova zitiert. Wobei von einer Verletzung, die aufreißen könnte, bisher noch nie die Rede war. Ein sehr ungewöhnliches Verhalten für Messi, konstatierte Bravo Sport. Dass Leo freiwillig auf ein Spiel verzichtet, zudem auf so ein entscheidendes, gibt es eigentlich kaum. Deshalb lautet die Überraschung: Jetzt komme heraus, dass Messi nicht spielen wollte, so Bravo Sport. Tja, das war also die Geschichte, wie Messi Bayern München einmal das Champions League Halbfinale gewinnen ließ. Denn warum er nun wirklich nicht spielte und seinen Verein derart hängen ließ, das wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Aber nachdem ich mir das Spiel nochmal angesehen habe, komme ich zu dem Schluss, nicht nur Messi, sondern große Teile des Teams steckten da auch mit drin. Man kann sagen, Barca hat die Niederlage sicher verwaltet. Ja, ihr kommt jetzt wieder mit, oh, du hast hier gar keine Beweise und ich müsste eigentlich ein Drumgeräusch dazu einspielen, aber hier mein altbewährter Satz. Denn egal, was ihr denkt, ich habe meine Schlüsse gezogen, ähnlich wie jemand mit einem Hubwagen, der eine Palette von DVDs mit Filmenden zieht. Ey. Für mehr Infos über manipulierte Spiele, checkt die Interviews mit den Wettexperten Brian Tui für die USA und James Sharman für Europa. Ich habe jetzt übrigens auch einen Spreadshirt-Shop. Wer will, kann mich auch über Facebook nach Motiven fragen. Es kommen auch noch ein paar mehr dazu. Mal sehen, wie das funktioniert. Bestellt euch da was, wenn ihr Bock habt. Ist unten verlinkt. Ciao.
Ein neuer Skandal kursiert nun durch die Medien, der uns weiterhin davon ablenken soll, dass wir kurz vor dem Finanzcrash, Bürgerkrieg und Dritten Weltkrieg stehen. Angeblich soll sich Deutschland die WM 2006 mit unfairen Mitteln erkauft haben. Und da muss ich sagen, selten sowas Hartes gehört. Ich habe ja schon einiges in meinen Videos angesprochen, aber das hat mich nochmal auf einer viel tieferen Ebene schockiert. Wir müssen jetzt einfach gemeinsam probieren, stark zu sein, auch wenn es schwerfällt. Ich hoffe, ich erhöhe jetzt nicht die Selbstmordrate bei meinen Zuschauern, wenn ich Ihnen nun auch noch mitteilen muss, dass auch sehr viele Spiele im Fußball gekauft sind. Man mag meinen, das fände nur in niedrigeren Ligen statt, aber wisst ihr was? Wenn jemand 100 Millionen mit FSV Luckenwalde gegen Viktoria Berlin macht, dann könnte das die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich ziehen. Dass bei FC Barcelona gegen Bayern München hunderte Millionen im Wettgeschäft umgesetzt werden, versteht sich von selbst und deshalb guckt auch keiner so genau hin, wenn da jemand ein paar Millionen macht. Manchen Schätzungen zufolge ist das Geschäft mit Sportwetten umsatztechnisch etwa 9-mal so hoch wie das Geschäft mit Tickets, Werbung und so weiter. Das heißt, so mancher Spieler verdient zwar Millionen, aber kann mit einem einzigen Spiel noch mehr Millionen verdienen und dafür muss er sich nicht mal anstrengen. Die Sache ist folgende. Der Experte James Sharman aus England sagt, dass gekaufte Spiele Alltag sind im Profifußball. Ich weiß zwar nicht exakt wie verbreitet, aber es werden definitiv auch Spiele in den oberen Ligen manipuliert. Aber vielen kommt sicher der Gedanke, wie kann ein Fußballspieler auf einen Titel wie Weltmeister oder Champions League-Sieger verzichten, wenn es doch das Größte ist, was man erreichen kann und die ganze Welt einen dafür bewundert. Mitbekommt, dass Spiele, die man gewonnen hat, gekauft werden, dann verliert man sicher den Spaß am Sport und die hundertprozentige Motivation, den Titel gewinnen zu müssen. Aber mit dem Job Fußballer hört man trotzdem nicht auf, denn wie Kollege sagt, das Cash macht's erträglich. Also schauen wir uns mal ein Musterbeispiel für so ein gekauftes Spiel an. Champions League Halbfinale FC Bayern gegen FC Barcelona. Ihr fragt euch jetzt, wo sind die Beweise, dass das gekauft war? Mein Beweis ist das Spiel. Denn damals habe ich das mit der FC Bayern Fanbrille geschaut und war dementsprechend begeistert, als Bayern München seinen Gegner mit 4-0 vom Platz gefegt hat. Allerdings habe ich mich später mit einem Fritt. Es kann da viele Gründe geben. Erstens Geldgier, dann unter anderem auch Angst. Die Spieler werden oft mit Affären erpresst. Es kursieren sogar nachweislich Lehrvideos innerhalb der NBA, die erklären, wie die Wettmafia Frauen einsetzt, um die Spieler danach damit zu erpressen. Beim Fußball wird das nicht anders sein. Ihr glaubt ja auch nicht wirklich, dass die Topmodel-Bitches da auf der Zuschauertribüne die große Liebe der Spieler sind, aber der Fußball braucht dieses Saubermann-Image, während zum Beispiel Insider aus der NBA ausgeplaudert haben, dass ein ganzer Bus mit Nutten ins Trainingscamp gefahren wurde. Ein weiterer Grund wird natürlich sein, dass man desillusioniert ist, denn wenn man erstmal mit